dann werden wir bereit machen. Hast du was vom Hofer geklaut? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir waren vorhin Lebensmittel einkaufen und natürlich habt ihr euch das auf Instagram gewünscht. Bitte ein Food Haul. Deswegen sind wir hier ganz spontan und drehen das jetzt für euch. Wir haben jetzt wieder einen richtig großen Einkauf gemacht, weil einige Sachen wieder mal unsere Vorräte leer gegangen sind. Deswegen, das Lager ist leer geworden. Ja, genau. Und wir haben jetzt ungefähr, also beim wir waren wieder bei Hofer und Merkur, das sind unsere Standard-Supermärkte, wo wir immer hingehen. Beim Hofer haben wir 155 ausgegeben. Genau. Und bei Merkur 65 Euro. Es wird auf jeden Fall ein großer Food Haul. Genau. Deswegen, aber wir freuen uns auch. Deswegen fangen wir jetzt gleich an und zeigen euch, was wir gekauft haben und warum, wieso, weshalb. Let's go. Wir fangen jetzt mit Hofer an. Ja, genau, weil wir gehen auch immer zuerst zum Hofer, da werden Grundnahrungsmittel gekauft und beim Merkur nur mehr so die Schickimicki, die man beim Hofer nicht findet. Schickimicki sagen. Nein, genau. Die Sache, die man beim anderen Supermärkten nicht finden. Genau, deswegen Hofer, let's go. Also, wir kaufen immer dieses leckere Brot, das ist ein Krustenbrot, oder? Ja, Dinkels Krustenbrot, das schaut so aus. Das ist so lecker. Das ist wirklich Sehr lecker. Das ist ein Mischbrot, oder? Ich weiß es ist nicht ganz krustig. Dann haben wir Philadelphia gekauft. Das ist unsere liebste Streich. Das passt auch sehr gut zu dem Brot dazu. Genau. Also die Kinder frühstücken das total gerne und ich mag es auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir Fisolen gekauft. Der Papa wird nämlich ein Gericht kochen, also ein Weihnachtsmenü. Und lass dich überraschen, da wird sowas vorkommen. Der Papa hat wieder Bohnen gekauft. Also wieder mal ganz viele. Wir essen nämlich total gerne Baked Beans, also die Kinder und wir, also wir flippen voll auf Baked Beans aus. Wir machen die richtig original wie die Engländer im Backofen und so und es schmeckt so gut. Deswegen. Ich fühle mich wie ein Cowboy. Dann haben wir auch Avocados gekauft. Avocados brauche ich nicht viel dazu sagen. Wir essen das gerne als Aufstrich oder zu Rührei oder zum Frühstück mit Tomaten. Mega lecker. Sekunde. Boah, das kann ich nicht mehr hochheben. Und zwar hat der Baba ein Kübel Orangen gekauft. Ja, das war richtig, wirklich wie in meiner Kindheit. Unglaublich. Der Baba hat vorhin schon eine gegessen und es hat so die ganze Küche plötzlich nach Weihnachten gerochen. Und ich habe mir gedacht, wir machen auch wieder frisch gepressten Orangen. Aber die sind zu gut und frisch zu pressen. Oh, zu gut gibt's nicht. Dann haben wir Waschmittel gekauft, Persil. Einmal ein Color-Waschmittel, also ein Bunt, und einmal ein Vollwaschmittel für Weiße. Denn wisst ihr, unsere Nationalsport zu Hause ist Wäsche waschen, Wäsche falten und ohne Bei bald 5 Kindern könnt ihr euch vorstellen, also wir haben bald ein 7. Dann kaufen wir palettenweise von dem, oder wie? Ja. Oh, Wäsche waschen ist wir schlafen in der Waschmaschine gleich. Wir haben so viel Wäsche immer. Dann habe ich den Lieblingsjoghurt der Kinder nachgekauft. Und zwar dieser Joghurt-Crisp. Kennt ihr? Das ist so ein Vanillejoghurt mit Schokobällchen. Schaut mal. Warum hast du jetzt über Schokobällchen gelacht? Nein, die war da. Ich bin fast auf ihre Beine gestimmt. Wir haben uns auch schon für Silvester ausgestattet. Und zwar haben wir für uns diesen Hugo alkoholfrei Sekt gekauft. 2 Stück haben wir davon. Und der Baba hat hier für die Kinder, für die Ratons auch einmal Baron und einmal 40. Und auch jeweils 2 Stück. Genau. Wenn wir also dazu Weihnachten auch was trinken? Dann wahrscheinlich schon, oder? Wenn wir die Sau rauslassen. Ja. Mit alkoholfrei. Aber das ist so lecker, dieser alkoholfreie Hugo. Den gibt es nicht immer beim Hofer. Aber wenn er den Ding gibt, dann der schmeckt nämlich super lecker. Und einfach Saft. Gut abkühlen und dann genießen. Yummy. Dann habe ich noch Schlagobers gekauft. Ich werde nämlich jetzt eine Torte backen und für die Kuvertüre brauche ich dann vielleicht, ich habe mich noch nicht entschieden, entweder ich verwende die Schlagobers oder die Milch. Also ich probiere mich da aus, weil ich möchte 2 Varianten ausprobieren. Deswegen, ja. Dann haben wir kleine Müllbeutel gekauft fürs Badezimmer. Oh ja, wir haben viele viele kleine Mülltonnen hier in unserem Badezimmer, deswegen sowas braucht man immer. Dann habe ich Thunfisch gekauft. Ich esse total gern Thunfisch in letzter Zeit und ich mache mir das immer so mit Ketchup und Mayonnaise. Das findet der Papa super ekelhaft, aber ich finde das super lecker. Probiert das mal aus. Thunfischdose, schüttet das Öl weg und dann Mayonnaise und Ketchup dazu. Echt lecker.
Okay, wie ist es? Nein, es ist so, wie es ist im Öl. Also ein bisschen Öl ausgießen, aber... Nein, ich finde es super lecker mit Ketchup und Mayo. Mega. Dann habe ich hier, ich glaube zwei davon habe ich genommen, oder? Aber das sind wahrscheinlich noch in anderen Tüten. Ja, so Kuvertüre habe ich gekauft für die Torte, die ich backen möchte. Und dann habe ich noch so schöne Eiskristalle beim Hofer gefunden, so Deko. Das ist weiße Schokolade. Ja, und diese auch, da gibt es auch blaue davon, voll schön. Für unseren kleinen Beefy habe ich auch was vom Hofer mitgenommen, und zwar das Char Excel Nature. Das mag er nämlich total gerne. Das sind solche Sackerln und ja, die Kinder füttern das gerne, weil das geht sehr schnell auf. Für meinen Thunfisch brauche ich natürlich Mayonnaise, deswegen habe ich mir eine neue Tube gekauft, weil ich schon keins mehr hatte. Rumänischer Deo, Knoblauch, einmal Bio-Knoblauch von... Zurück zum Ursprung. Auch natürlich aus Österreich? Ja. Immer aus Österreich. Der Papa schaut da immer so besonders drauf. Wenn den gibt, dann kaufe ich immer. Wenn es nicht gibt, dann halt, ja, was es da gibt. Okay. Aber wenn da die Alternative gibt, ich nehme nur aus Österreich. Sehr vorbildlich. Dann Bananen, nicht aus Österreich, weil in Österreich wachsen keine Bananen. Nicht? Dann kaufe ich nie wieder. Oh. Dann Gurke, eine Salatgurke, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Dann habe ich auch nochmal für die Kinder Pudding gekauft, dieses Toppi, das ist dieses Danone Fake. Kennst du das? Okay. Nein, gell? Kennst du nicht. Dann zum Backen nochmal Mehl und Zucker. Papa hat keine Ahnung. Dann Eier, da nehmen wir immer gerne die Freilandhaltung. 15 Stück haben wir da gekauft. Wir haben zwar auch Hühner, die Eier machen und jetzt auch angefangen haben, wieder Eier ganz zu machen. Ganz sporadisch. Aber wenn man backen will, dann muss ich halt welche kaufen, vor allem jetzt in der Backzeit. Dann müssen, kommen wir drum nicht. Kommen die Hühner leider nicht nach mit der Produktion. Dann Taschentücher. Ja, wir haben eine kleine Schnupfnase zu Hause, die Michelle hat einen leichten Schnupfen. Dann hat der Papa so Lebkuchen gekauft. Schaut bunt, schön aus. Für die kleinen Kinder. Ich hoffe, das lecker ist. Wenn ich auch. Dann habe ich natürlich für meine kleinen süßen Naschkatzen Maxi-King gekauft. Zwei Stück, weil das sind immer drei, also das sind ja nur drei drinnen und bei uns ist sowas mega schnell weg. Also ich esse kein Maxi-King, aber. Das kannst du nicht schaffen. Ich liebe Maxi-King. Ja, deswegen glaube ich, dass du die alle verputzt. Ja, einmal. Und die armen Kinder. Michelle ist das halt die. Die Michelle ist die Maxi-King-Königin. Wenn sie da nicht aufpasst, hat sie alle schnell weggegessen. So, ich muss jetzt rüber, ich bin nicht mehr zum Sehen, weil ich muss die Sache. Der Papa ist mein Assistent. Okay. Kinderpinguin habe ich auch gekauft, also die Standards. Und natürlich Milchschnitte. Ich bin Team Milchschnitte. Ich finde Kinderpinguin ekelhaft. Na, sicher nicht. Doch. Schokofresh habe ich, glaube ich, noch nie. Schokofresh? Schokofresh. Wow. Habe ich noch nie gegessen. Noch nie. Ich habe noch nie nicht einmal eine probiert. Wer das noch nicht probiert hat, das muss unbedingt probiert werden. Das ist. Wow. Ich bin Team Schokofresh. Na gut, einmal Fischka. Fischka. Also einmal Fischstäbchen für die Kinder, eine schnelle Speise. Dann Graskekse für Papa, also Wiesenkekse, die schmecken nach Pfefferminz. Die kaufen wir auch jedes Mal. Wenn ihr ein paar Foodhalls zurückschaut, dann könnt ihr diese Kekse in jedem sehen. Dann nochmal die Kuvertüre, die ich euch vorhin schon mal gezeigt habe. Dann die besten Frankfurter, die es gibt, die sind wirklich so lecker. Von dieser Marke Zurück zum Ursprung. Also ich finde, die schmecken wirklich sehr lecker. Also wenn ihr auch Frankfurter mögt, probiert mal die von der Marke von Hofer. Dann zwei Salami-Tiefkühlpizzen und zwei Margarita-Tiefkühlpizzen. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt wo die Tage, wo Weihnachten bevorsteht, wo man mal faul ist, nach was zu kochen. Ah, Pizza. Und das ist eine gute Pizza. Das ist eine gute Tiefkühlpizza. Ich esse sie nie. Die sind ja doch. Ich esse keine Pizza. So viel. Die ist ja nur von Mama selbst gemacht. Ja, die schmeckt auch gut. Ja. Dann haben wir Actimel gekauft. Die Kinder lieben Actimel. Das ist so ein Blaubeergeschmack. Und da ist eine Familienpackung mit 10 Stück. Also wir haben hier einmal einen Gouda-Käse geschnitten für die Kinder. Wenn zum Beispiel, die machen sich ungern so einen Toast im Toaster. Dafür haben wir halt den Käse und dazu passend natürlich den Toastschinken. Wir kaufen eigentlich immer diese Bio-Wurst von Zurück zum Ursprung, weil für uns das irgendwie die beste Wurst ist. Dann hat der Papa hier nochmal für die paar Tage, wo jetzt noch Schule und Kindergarten ist, auch extra Wurst gekauft. Und einmal Frühstücksspeck, das ist so Speck, so Speckstreifen, das ist dann für unsere Böhnchen, also unsere Fisolen, grünen Bohnen. Dann habe ich nochmal Butter gekauft, ich möchte nochmal mit den Kindern Kekse backen und
abgesehen davon brauche ich für meine Torte auch Butter. Ja, der Papa hat sich ausgestattet mit Krustelbraten des Frühstücks. Eigentlich nicht nur der Papa. Na, ich trainiere, okay. Komm. Das ist für mich, weil ich trainiere Bauch aktuell. Ja, genau. Also er trainiert Bauchmuskeln, genau. Und deswegen Krustelbraten. Aber das essen auch die Kinder total gerne zum Frühstück. Da schneidet der Papa das ganz dünne Scheibchen runter. Das ist so lecker. Du hast schon Hunger, gell? Und auf jeden Fall yummy. Okay, dann kaufen wir auch gerne, der Papa isst gerne die Wedges. Da gibt es einmal die mit mediterraner Würze und dann eine normale Wedges genommen. Das ist etwas, was wir manchmal so zubereiten, wenn wir auf die Schnelle nichts wissen, was soll man essen dann? Ja, wenn viel zu tun Wedges, ist. Genau, wenn viel zu tun ist, einfach in Wedges, in den Airfryer mit irgendeinem Fleisch und einem Würstchen. Dann hat der Papa auch ein ganzes Huhn mitgenommen. Ein Landhändel, auch vom Zurück zum Ursprung, kostet zwar ein bisschen mehr, aber es lohnt sich, weil es schmeckt auch ein bisschen besser und die Hühner werden auch ein bisschen besser gehalten, oder? Genau. Und außerdem machen wir Schnitzel, Suppe. Oder auch mal ein ganzes Huhn, also ja. Wie wir halt Lust haben. Unterschiedlich halt. Unterschiedlich. Für die Doggies haben wir auch Doggenfutter gekauft, weil unseres gerade aktuell leer geworden ist. Deswegen haben wir das jetzt mitgenommen. Romeo. Und jetzt geht's weiter mit Merkur. Merkur, genau. Ja, da haben wir nicht so viele Sachen gekauft, aber Kartoffeln, weil beim Hofer waren die Kartoffeln nicht so schön, deswegen haben wir beim Merkur hier mitgenommen. Angepasst an mich. Speckig. Aber ich bin auch speckig. Ja, passt. Dann haben wir die richtige gekauft. Genau. Dann hat der Papa ganz viel Alpro Haselnuss gekauft, weil unsere Kinder trinken keine Vollmilch, die mögen das nicht und wir eigentlich auch nicht. Und deswegen kaufen wir immer die mit Cornflakes und so. Die fahren da super gut, wenn es abgekühlt ist. Ja, mega. Lecker. Also das ist die einzige Milch, die unsere Kinder gerne trinken und ohne Probleme. Ja. Ich sehe, wo bist du? Dann haben wir auch Pringles gekauft. Natürlich müssen wir auch was zum Knabbern mitnehmen. Einmal Paprika und einmal Sour Cream and Onion. Jumpies. Ich sag's euch, meine Kinder lieben Jumpies, vor allem die ganz Kleinen. Das ist so. Für Österreich kennen das wahrscheinlich, vielleicht Deutschen auch. Könnt ihr mal gerne reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das kennt. Das sind so kleine Kängurus, die nach Paprika schmecken und die sind so lecker. Ich kenne sie aus meiner Kindheit und ja. Unsere Kinder lieben die auch. Dann haben wir für uns auch für unseren Kaffee Barista Mandel genommen. Das ist so Milch, die gut schäumt. Wir haben so eine Kaffeemaschine, die Milch auch schäumt. Und wie gesagt, das ist die beste Milch. Wir mögen Mandel Barista halt total gerne. Wir haben auf jeden Fall die Joya Soja Milch Barista auch probiert. Warte, das war nicht gut. Nee, aber das ist Geschmackssache vielleicht. Ist wahrscheinlich Geschmackssache, genau. Deswegen, aber Mandel, mit Mandel macht man nichts falsch. Genau, bombastisch. Ah, dann habe ich mir ein neues Gerät gegönnt. Das habe ich gesehen bei der Chibo-Abteilung. Einen neuen Schneebesen. Ich wollte, also mein Schneebesen hat ja schon ein bisschen den Geist aufgegeben, den ich hatte. Den ich habe. Und ich wollte den, als ich den gesehen habe. Weil der lässt sich auch super toll reinigen. Kennt ihr das beim Schneebesen, wenn immer so Restchen dazwischen bleiben, super ekelhaft. Und bei denen kann sowas gar nicht mehr passieren. Papa hat nur gemeint, wir müssen aufpassen, dass diese Kugeln hier nicht abfallen, aber ich glaube nicht, dass die so leicht abfallen können. Die sind sicher fest dran geklebt. Aber voll cool, mit denen kann man sicher viel besser. Man kann damit auch im Topf, da steht, kein Anbrennen in den Topfecken, weil man damit echt gut, gut reinkommt. Ha, cool, ja. Hat 10 Euro gekostet, aber finde ich lohnt sich, weil sowas kauft man sich ja nicht. Immer. Dann für meine Torte brauchte ich auch Cappuccino und da habe ich mir diese kleinen, das sind so kleine Tütchen, oder, drinnen, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben schon lange nicht mehr. Sind sicher 15 Jahre her. Jetzt schaut es so aus, ja. Früher warst du so ein kleines Tütchen, oder? Die Hälfte davon. Ja, ja, auf jeden Fall. Brauche ich das für meine Torte, 2 Stück nur, aber... Den Rest werden wir trinken. Können wir dann trinken. Definitiv. Ich weiß gar nicht mehr, wie sowas schmeckt. Ah, dann habe ich mir so lecker Brötchen gekauft. Ich mag so gerne diese Brötchen. Da bleibe ich immer stehen und kaufe mir entweder so Milchbrötchen oder Sonntagsbrötchen, Croissants. Und ja, diesmal habe ich Sonntagsbrötchen mitgenommen. Dann haben wir für unsere Baked Beans, was ich euch gesagt habe, noch Cabanossi mitgenommen. Müsst ihr mal ausprobieren. Baked Beans mit Cabanossi gebraten und einem Spiegelei. Einfach köstlich. Dann habe ich nochmal hier beim Hofer, bei Merkur, von Balsen diese Lebkuchen mitgenommen.
Und der Baba hat für die Kinder so ein extra Wurströllchen. Die essen da gerne das so in Scheibchen und dann so in Würfeln. Ich habe mir dann auch für Backen und Dekorieren so Glitzer mitgenommen. Glitzerschnee in Gold. Und es gibt den auch in Silber. Und kostet 5 Euro, aber ist ein großes Ding. Also 100 Gramm. Ich finde es so schön, wenn man das auch so schön dekorieren kann. Ein bisschen Glitzer drauf. Dann das Lieblingstoastbrot der Kinder. Das nehmen wir immer gerne für die Lunchboxen oder auch so zum Zwischendurch mal. Ja, wenn sich die Michelle einen Toast macht oder für die Kinder, und Patrick, der isst gerne Avocado-Toast zum Beispiel. Dann hat er aber auch ein Schweinefleisch mitgenommen, Bauchfleisch vom Schwein. Und das wird er dann in einem Weihnachtsessen-Menü-Video zubereiten. Und das könnt ihr dann bald sehen. Also für den Kartoffelgulasch hat er so Schweinefleisch. Würfel, so heißt das, gell? Ja. Gekauft, jo. Ja, meine Lieben, und fertig ist unser Wocheneinkauf, inklusive den Sachen, die wir für unser Video, unser Weihnachtsessen-Video machen werden. Und ja, also wir haben jetzt ein bisschen über 200 Euro ausgegeben. Ich finde, es ist... Wir kommen lange damit aus. Ja, wir sind, ihr müsst bedenken, wir sind eine sechsköpfige Familie, das muss man immer dazu sagen, ne? Wenn man kleine Familie, nicht so viel Ausgabe, große Familie umso mehr. Und ja, das kommt, in der Woche kommen wir gut und vielleicht ein bisschen länger. Ja, deswegen, so schaut es bei uns aus. Könnt ihr natürlich gerne wie immer unten in die Infobox reinschreiben, wie viel gebt ihr für die Woche aus und hat sich euer Kaufverhalten irgendwie verändert, kauft ihr jetzt mehr ein? Weil, naja, man hat, ich habe jetzt gehört in den Nachrichten, dass durch Corona die Leute jetzt mehr am Wochenende einkaufen. Und nicht mehr so tageweise, damit sie ja nicht mehr so oft rausgehen. Am Wochenende ist voll die... Die Luzi ging da ab. Aber das stimmt schon. Ja. Weil da war die Hölle los. Ja, Leute wollen sich eindecken, bald steht Weihnachten vor der Tür. Aber ja, so ist das. Deswegen, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Auf alle Fälle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.